Ziemlich gut steht unser FC Santos da und doch verspüre ich als Trainer Druck, denn unser Vorstand will die Meisterschaft. Grund genug, nun im Auswärtsspiel bei Paranaense in Coritiba den Turnaround zu schaffen, die Mannschaft auf einen wirklichen Flow einzustimmen, der notwendig sein wird, um in dieser engen Tabellenkonstellation an der Spitze der brasilianischen Liga für eine gewisse Beruhigung zu sorgen. Willkommen zurück zu einer weiteren Folge FM24 hier in Brasilien. Der FC Santos hat einiges vor und wir schauen uns an, was die dringendsten Themen in dieser Folge sein werden. Denn wir sehen es ganz oben links, in den letzten 6 Spielen, da ist wenig Konstanz dabei. Es sind 3 Siege gewesen, 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Und die tun schon immer ziemlich, ziemlich weh, wenn man das mal so sagen darf. Wir schauen uns die Ergebnisse hier nochmal genauer an. Spielen momentan, beziehungsweise im Kalender bei den Ergebnissen, wir spielen momentan einfach nicht ganz konsequent genug. Verlieren hier das Duell gegen Cruzeiro mit einem 0:1 durch ein Eigentor von João Basso, der nicht schuld daran war, dass das Ding dann 0:1 ausging. Vorher oftmals zu Null gespielt. Es war ein erheblich besserer Saisonstart. Dann aber kam diese deutliche 2:5 Klatsche gegen die Corinthians. Dann wieder eine gute Phase, aber immer wieder die Aussetzer. Wie auch gegen den SC Barcelona in der Copa Libertadores. Wir müssen einfach Konstanz reinbringen und die Gegner, sie werden nicht leichter. Wir sehen hier in den nächsten Wochen Paranaense, wir haben Porto Alegre, wir haben Botafogo, wir haben Flamengo Rio de Janeiro. Das sind alles Gegner, die absolut keine Laufkundschaft darstellen. Und insofern ist es wirklich an der Zeit, hier eine Mannschaft aufzustellen, die sich einspielt, die einen Flow entwickelt und die vor allen Dingen dafür sorgen kann, dass wir hier in der Tabelle nicht weiter durchgereicht werden. Palmeiras ist schon 5 Punkte weg und wir sollen Meister werden. Unser Vorstand hält weniger momentan von uns, das kann ich euch ganz unumwunden sagen. Also insofern, boah, müssen wir echt gucken, dass wir da jetzt am Zug bleiben. Kurz vor der Winterzeit, wobei, wir sind auf der Südhalbkugel, ne? Ihr wisst, was das bedeutet. Und weil wir so viel Druck verspüren, schauen wir uns das Ganze einfach auch mal an. Ihr seht das hier, das Vorstandsvertrauen ist wirklich nicht mit Rosen gesät. Also das ist eine knappe Kiste und Platz 5 ist so das Mindeste, um irgendwie noch im Boot zu bleiben. Und jede Niederlage tut doppelt weh, weil das wird das Vorstandsvertrauen echt torpedieren. Nur Siege und viele Siege sorgen dafür, dass sich das wieder erholt. Wir sehen übrigens mit dem Filter der untersten akzeptablen Liga Nummer 1, dass ich echt interessante Angebote habe. Sehr wohl aus der Bundesliga interessanterweise, aber auch hier aus Brasilien. Internacional Porto Alegre, wir wären die Idealbesetzung. Fluminense, Flamengo Rio de Janeiro, Porto Alegre. Also ganz, ganz viele haben Interesse an uns. Das macht uns natürlich ja innerlich so ein bisschen die ruhige, ja, was heißt ruhige Minute. Das ist irgendwo ganz nett, aber wir wollen den FC Santos wieder zu Ruhm und Ehre führen und eigentlich ist es nicht mein Ansinnen, den Verein zu wechseln. Habe ich übrigens ganz kurz noch gar nicht drüber nachgedacht, was passiert, wenn wir hier mal gefeuert werden. Dürft ihr gerne in die Kommentare schreiben, ob dieses Let's Play dann endet oder wir entsprechend wechseln sollten. Das vielleicht nur mal am Rande. Aber wir haben Vertrag bis 2025. Wir spielen hier potenziell um einen neuen Vertrag. Frage ist, ist es jetzt der richtige Zeitpunkt dafür? Ich glaube nicht, jetzt hier in die Vertragsverlängerung Angebote oder Verhandlungen einzutreten. Keine gute Situation. Wir brauchen die Punkte und wir schauen auf die nächsten Spiele. Das ist eine englische Woche, interessanterweise. Und die begehen wir gegen Paranaense, die durchaus eine starke Mannschaft eigentlich haben. Und dann Grêmio Porto Alegre. Und die stehen ja nun mal auch nicht ganz, ganz unten. Die stehen auf Platz 9 und wollen natürlich wieder an die gute Saison im vergangenen Jahr anschließen. Wir sehen, dass wenn wir die Historie aufrufen, die sind Sechster geworden, nachdem sie aufgestiegen sind. Also das ist schon eine krasse Nummer. Übrigens, Jerome Mell spielt hier. Für alle Kölner, schöne Grüße gehen raus. Der hat ja da seine Zeit von 2008 bis 2012 verbracht, war dann ein Jahr noch bei RCD Mallorca und ist dann gewechselt und seit ewigen Zeiten bei Grêmio Porto Alegre aktiv. Marktwert 40.000, oh, dann ist der aber auch schon, oh, der ist 39 Jahre alt mittlerweile. Pedro Tonon Jeromel, Portugiese, wobei, ach nee, das ist die Sprache, Brasilianer, Italiener, so, verletzungsanfällig und mittlerweile auf dem absteigenden Ast. Schauen wir auf die Aufstellung gegen Paranaense. Das ist eine Mannschaft, von der ich glaube, jetzt gucke ich mal gerade, boah, die spielen ziemlich offensiv. Also, na wobei, Hugo Moura und Erik hinten im defensiven Mittelfeld. Und dann sind da aber Malcolm, Mateusz Babi, Jan-Niklas Beste.
Jan-Niklas Beste bei Paranaense. Das kannst du auch keinem erzählen. Der ist für 6,5 Millionen gekommen. Was spielt er für eine Saison? 7 Einsätze, ein Tor, 2 Vorlagen. Das ist wirklich random. Harte Freistöße. Aber geil, dass der da auf links spielt. Maximiliano Mesa offensiv. Hinten drin Sangonté, Pedro Henrique, Esquivel und Matson. Und im Tor ist Bento. Bento ist relativ stark. Deutsch-Brasilianer. Spielt seit 2020 da. Oh, den könnte ich mir eigentlich mal ins Blickfeld holen. 25 Jahre jung. Sehr talentierter Keeper. Absolut stark. Und insofern seht ihr, wie stark diese Mannschaft insgesamt ist. Hier ist kein Paar 60er am Rumlaufen. Das ist ein Kopf-an-Kopf-Duell, was wir hier bestreiten werden. Auf wen wollen wir den Fokus legen? Malcolm macht die meisten Tore. Legen wir da den Fokus drauf oder lassen wir es einfach hier so ein bisschen ausgehen? Ich kann mir gut und gerne vorstellen, dass wir auf jeden Fall Fernandes hinten rausholen, für Romo tauschen. Romo geht ins defensive Mittelfeld. Also ich glaube, da sind die Gegner schon aktiv genug, als dass wir hier mit einem Offensiven erstmal agieren würden. Bedeutet, dass Joaquim reinkommt in der Innenverteidigung mit Joao Basso, dem Unglücksraben, hier vergangenes Wochenende. Dann würde ich gerne Sanuzelo rausnehmen im Zentralen. Ja, wobei, zentral könnten wir natürlich zu gegebener Zeit auch wechseln. Gerade mal schauen. Rechtsverteidiger, Linksverteidiger müssten wir wahrscheinlich tauschen. Ich glaube, wir lassen Morelos heute zu Hause. Ich glaube, das ist für unseren Matchplan das Beste, was wir tun können. Morelos daheim zu lassen. Und Soteldo kommt... Boah, Soteldo ist halt auch grandios außer Form. Braga und Strefezza. Ja, so wird es wahrscheinlich laufen müssen auf den Außenbahnen. Dann wird Sanchez den Spielmacher geben. Und dann hoffen wir mit einer vorsichtigen Spielweise, das werde ich jetzt hier mal einstellen, dass wir es irgendwie schaffen, nicht Romo den Spielmacher machen, Sanchez, dass das Ganze hier gut geht. Laufwege, damit geht Sanchez eher nach vorne. Der soll dann auch ein bisschen, ja, kreativer und häufiger nach vorne gehen. Das passt schon. Jean-Lucas macht die Wege, Romo denkt natürlich strack nach hinten, kann ein bisschen sich nach vorne einschalten und soll das äußerst aggressiv letzten Endes hier ausgestalten. Nicht ohne Gegenspieler, das wäre töricht. Und wir ziehen bei all der Offensivwucht die Außenverteidiger heute ein bisschen weiter nach hinten. Sowohl Candido als auch Nathan. Strefezza, Braga, Leonardo ist klar, die sollen es vorne richten. Das ist die taktische Marschroute. Candido und Strefezza von der Gelbsperre. Werden wir gucken, ob da was passiert. Ich versuche die Jungs noch ein bisschen zu motivieren. Ich denke, die haben es nötig. Das sind 2 Spiele in Folge, die wir nicht gewonnen haben. Es wäre genau der richtige Zeitpunkt, jetzt hier reinzugrätschen. Ich bin gespannt. Und was geben wir der Mannschaft vor diesem wirklich wichtigen Spiel mit? Ihr seid stark? Schießen wir aus dem Stadion eher weniger? Die haben die Hosen voll. Die Form ist katastrophal. Vielleicht so. Aber ich glaube, wir berufen uns auf die eigene Stärke. Wir geben hier nochmal richtig Butter rein und hoffen, dass die Mannschaft gewinnt. Leicht favorisiert, was die Mannschaftsstärke anbelangt, geht es rein in diese Partie. Paranaense gegen den FC Santos. Los geht's. Und dann wollen wir mal. Und hoffen auf Möglichkeiten, die wir uns herausspielen. Hoffen auf Tore. Und sehen aber eine Viertelstunde, die noch gar nichts bringt, außer die Verletzung für Lucas Braga. Und damit muss Soteldo rein. Es gibt schlechtere Spiele, aber es gibt bessere Formen. Harren wir der Dinge. Viertelstunde gespielt, erster Wechsel. Direkt notwendig geworden. Kleinere Möglichkeiten für Paranaense. Von uns noch gar nichts zu sehen und eine halbe Stunde ist rum. Das ist kein gutes Zeichen. Noch nicht eine kleine Chance. Jetzt die erste in der 36. Wir kämpfen uns aber sofort ein gutes Pfund des Spiels. Geht jetzt hin und her. In die Pause geht es allerdings offensichtlich mit einem 0:0. So ist es. Nur die Verletzung von Braga hier bislang. Ah, frische technisch ist das eine Katastrophe, zumal es eine englische Woche ist mit 2 wichtigen Spielen. Aber ihr seht, ein schwacher Romo hinten drin. Schlecht. Konzentriert und geduldig weiterspielen bitte. Und dann die Massagebank raus, weil da muss schon einiges passieren. Jean-Lucas soll er das durchziehen? Ja, wir können in der Verteidigung eher und besser weg. Wobei Sanuzelo kommt, aber Jean-Lucas ist schon sehr stark. Für alle, in aller Regel. Und Joaquim spielt so gut, dass er auch nochmal aufmassiert wird. Der hat hier eine glatte 1. Das sieht hinten richtig gut aus. Vorne muss da noch ein bisschen was kommen. Leonardo, Strefezza, Jean-Lucas. Ah, Romo. Auf jeden Fall Romo motivieren. Und dann hoffen, dass es in der zweiten Halbzeit besser aussieht. Wir bleiben bei unserem taktischen Grundgerüst. Natürlich
und sehen die erste Chance für die Gäste. Die kommen gut aus der Pause raus. Nein, für die Gastgeber, Entschuldigung, für Parner Ense. Wenn es denn wir wären, 55 Minuten gespielt, jetzt eine Stunde. Nathan ist ein Thema, wir müssen João Lucas bringen. Schauen mal gerade auf ihn, was das Spielerprofil anbelangt. Dribbling, nee, der baut das Spiel auf. Da braucht er nicht zu dribbeln. Und da ist Trefezza mit dem 1:0 in der 63. Und das ändert natürlich einiges, weil wir damit eher auf die Konter gehen werden. Können die Bälle ruhig ein bisschen länger gestalten jetzt? Ah, das tut gut. Eine Führung hier. Ein trockenes 1:0 von Trefezza. Vielleicht Alisson für Romo, der ist relativ schwach. Wobei, er hat sich gut gesteigert. Das muss ich ihm lassen. Na, trotzdem, frische technisch ist das ein Thema. Und auf den Außen, schwierig. Sanocelo kommt irgendwann für einen im zentralen Mittelfeld und vorne müssen sie es leider durchziehen. Hilft nichts. Dann eher wechseln im nächsten Spiel oder so. Und jetzt hoffen, dass das hier mit den Kontern gut ausgeht. Thomas Rincón war hier noch bei Paranense. Die Wechsel kommen jetzt hier gehäuft. Immer noch 1:0. 10 Minuten sind es noch. Beste geht raus. Sanchez verlässt jetzt den Platz. Sanocelo kommt für ihn. Ist Sanocelo ein Spielmacher? Ja, dann übernimmt er das wahrscheinlich auch 1:1. Ja, so ist es. Wir gehen aufs Zeitspiel. Boah, und das wäre wichtig. Schaffen wir es diesmal? Letzte Folge, erinnert euch, das 1:0 über die Zeit zu bringen. Trefezza muss hier richtig knüppeln. Oh, da denke ich an Braga, wenn er nicht allzu lange verletzt ist. Auf der anderen Seite dann nächstes Spiel. Oder aber... Wir haben doch da noch jemanden draußen. Nicht mal auf der Bank gehabt. Ihr wisst es schon. Mendoza, danke. Geht das hier gut aus? Wie viel Wechsel haben wir noch? Einen habe ich noch. Dodo auf links. Für einen platten Candido, der gut gespielt hat. Und dann Rincón nochmal gelb. Ah, der kam rein. Okay, dann ist Schluss. 1:0 gewinnen wir bei Paranaense. Und das ist hoch, hoch, hoch wichtig. 1:0 ist genau das richtige Ergebnis. Beste mit einer 3,5. Oh, und wir haben eine gute Mannschaft auswärts geschlagen zu 0. Damit ist natürlich die Teamansprache komplett geglückt. Und wir steigen einen Platz. Schade, dass Palmeiras gewinnt und die gewinnen momentan alles. Wir haben ein richtig gutes Torverhältnis, da kommen wir nicht dran. Wir haben 6 Tore mehr geschossen, 2 weniger bekommen. Atlético Mineiro verliert, Sao Paulo spielt unentschieden, nur Botafogo geht mit hoch, Vasco da Gama verliert. Boah, es ist die 4. Niederlage im 5. Spiel, Vasco wird hier durchgereicht. Was haben sie denn jetzt zu Hause veranstaltet? 3:4 gegen Flamengo, ui. Aber auch ein munteres Spielchen. 3:3 bis zur 88. Und dann De Arrascaeta heißt der gute Mann, der das Tor hier am Ende macht. Oh, 2 Punkte bei Atleticano ist auch richtig schwach. Die haben noch keinen Sieg eingefahren, nur 2 Unentschieden. Die haben wir, glaube ich, noch vor der Brust in den restlichen Spielen. Und nun geht es gegen Gremio Porto Alegre. Die haben 3:0 bei Inter gewonnen. Luis Suarez trifft via Santi und Gabriel Silva. Ah, die sind, wie kommen die denn im Flow? Oh Gott, 5 Siege in Folge. Gremio Porto Alegre nach einem Katastrophenstart. Guckt euch das mal an nach 6 Spieltagen. Da waren die nämlich nur 17. Mit 3 Unentschieden und 3 Niederlagen haben die Spieltag für Spieltag Plätze gut gemacht. Und sind nun schon auf Rang 8. Und schicken sich an, da oben auch noch reinzukommen, damit es mal ein bisschen knapp wird in der Tabelle. Also, Hut ab. Das ist das nächste schwere Spiel. Und ich habe von schweren Spielen eigentlich in der Liga echt genug. Aber es gibt nichts Leichtes hier momentan. Auch weil es so eng ist. Gremio Porto Alegre, danach geht es gegen Botafogo. Die sind 5. Danach gegen Flamengo. Die wollen auch wieder da hoch. Die sind momentan auf Platz 11. Dann gegen Atleticano, das ist der Tabellenletzte. Dann gegen Ceará, der Vorletzte. Bis dahin müssen wir noch durch. Vitória, die sind auch hier unten drin, der 17. Spieltag. 18 gegen Palmeiras. Palmeiras ist Tabellenführer. Und 19 Coritiba. Coritiba ist immerhin auf Platz 12. Hinten raus wird es ein bisschen besser, aber die nächsten Wochen sind echt Brüllerwochen, in denen wir bestehen müssen. Das ist so eine schwere Phase, weil der Vorstand uns genau auf dem Kieker hat. Und das kann echt das Ende dieses Trainerjobs hier bedeuten, wenn wir da die falschen Ergebnisse einfahren. Hier gewinnen wir erstmal 1:0 und das ist erstmal beruhigend. Medizinische Abteilung meldet sich. 10 Tage Lucas Braga. Verdammt. Es ist relativ bitter, denn damit fehlt er auch noch gegen Barcelona in der Copa.
wichtiges Auswärtsspiel. Das haben wir zuvor schon analysiert. Dann ist eine Länderspielpause. Die wird einigen gut tun im Übrigen. Aber das ist natürlich bitter. 10 Tage raus zu sein, sehr, sehr, sehr hart. Flamengo hat einen neuen Trainer. Diogo Meschine. Oder Meschine, sucht es euch aus. Aber Meschine klingt besser. Höchster Formgewinn haben wir hier, Trainingsziel erreicht und so weiter und so fort. Wir kümmern uns um die Vorbereitung auf Grêmio Porto Alegre. Schwer genug, dieser Gegner. Richten wir unseren Blick vor dem Spiel noch kurz auf Alfredo Morelos. Das ist ein echter Problemfall geworden hier mittlerweile. Der ist unglücklich, der ist verbittert, der ist ein temperamentvoller Kolumbianer. Der ist zwar anpassungsfähig, für seine Härte bekannt und fleißig im Sturm, 28 Jahre alt, aber der hat mit dem Verein gebrochen. Ich bekomme den hier momentan nicht hin und das ist eine extreme Schwächung, vor allen Dingen vor dem Hintergrund, als dass Marcos Leonardo hier vorne echt alleine ist. Und ihr seht das an seiner Frische. Ich kann halt jetzt hier niemanden, der die Moral so runterzieht, irgendwie in die Startaufstellung bringen. Das tut mir richtig weh und ich mache mir Gedanken um eine Alternative im Sturm, denn irgendwann öffnet das Fenster wieder. Und guckt mal, was möglich ist. Schaut mal, was möglich ist. Ein gewisser Endrick, von dem wir alle wissen, was er für ein Potenzial hat, der hat Panik momentan. Er hat normalerweise eine Grundstärke von 69. Und das mit 18, der würde potenziell geliehen zu uns kommen. Ich habe mir das schon angeschaut. Gucken mal, was wir an finanziellen Möglichkeiten haben. Gerade mal auf den Finanzstatus gehen. Transfer 12,5 Millionen, Gehälter 9,7. Die Frage wird ja letzten Endes nur sein, für welches Geld müssten und könnten wir ihn loseisen. Wohlgemerkt geliehen, aber wir können ihn bis 26 leihen. Das ist ziemlich cool. Beginn der Leihe wäre natürlich zum 01.01.25. Ich stelle mir sowas vor wie eine Leihgebühr von, boah, nicht zu viel, 4 Millionen. Das ist happig, das ist der halbe Marktwert knapp. Die Frage ist, also ich denke, dass das nicht, das wird auf jeden Fall reichen. Ich will aber eine Kaufoption dabei haben. Wenn der einschlägt und sich entwickelt, dann will ich da natürlich auch was haben vorne drin. Der hat einen Riesen, das ist ja unfassbar. Das ist ja ein Riesentalent. Gehalt 290.000, das können wir komplett übernehmen, da ist kein Problem drin. Die Frage ist, bis wohin geht der Balken? Irgendwo in der Mitte, boah, ich würde sagen irgendwo so 13,5. Dann haben wir ein Volumen von 17,5, das ist mehr als der Marktwert, das muss man auch ehrlicherweise so sagen. Und es ist auch nur eine Kaufoption. Wenn der einschlägt und der Marktwert dann passt, dann haben wir einen richtigen Schnapp. 4 Millionen für Endrick. Vor allen Dingen können wir Morelos natürlich für exakt diesen Betrag, weil der hat den Marktwert von 4 bis 5 Millionen, eventuell auch verkaufen. Das wäre ein Tausch und wir hätten jemanden, der zufrieden wäre und da vorne wuseln könnte. Wir würden das System eventuell anpassen mit 2 Stürmern. Ah, das ist eine schwierige Entscheidung. Ich werde es auf jeden Fall gehen. Ich werde es versuchen. Wir unterbreiten dieses Angebot. Oh, sehr schön. Wir haben uns auf die Ablösesumme geeinigt. Sie haben es akzeptiert, ohne drüber nachzudenken. Oh, dann war ich vielleicht sogar ein bisschen zu positiv. Das kommt davon, wenn man sich nicht anzeigen lässt, wie die Bewertung des Angebotes denn so wäre. Da kommt dann mal sowas raus. Oh, das ist aber, also das ist wirklich gut. Und dann könnten wir es potenziell mit 2 Stürmern vorneweg spielen. Ich will es nicht mit einem 4-2-4 spielen. Das zündet ja dann bei den beiden zentralen Mittelfeldspielern, passt mir aber in der Emission halt nach wie vor nicht. Ich finde es nicht angenehm, hier das Spiel auszunutzen. Das heißt, wir werden schon ein bisschen gucken und man könnte sich da eine gute Arbeitsteilung vorstellen oder aber wir gehen mal mit einer Raute auf ein 4-4-2 und lassen die Außen mal weg. Das ist auch möglich, um hier mal Soteldo, Strefezza und Co. zu schonen. Also insofern gibt es da gute Möglichkeiten hier auf den Doppelsturm zu gehen. Und wenn Endrick kommen sollte, wow, das wäre wirklich eine Hausnummer für das Talent in unserem Verein, wo wir gut aufgestellt sind eigentlich. Also es passt schon, auch vom Alter her. Es hatte irgendjemand mal kommentiert, so von wegen nicht zu viel junge Spieler. Das passt in meinen Augen. Es gibt hier Romo, es gibt hier Basso, es gibt hier Paolo. Also das ist in Ordnung. Das nur zu dieser Möglichkeit. Die habe ich gesehen und die wollte ich unbedingt nutzen, weil Morelos ist wirklich, also der spielt halt auch nicht gut. Der hat 6 Einsätze hier und hat noch nichts geleistet. Der hat in 41 Spielen 5 Tore für uns gemacht. Das ist halt auch zu wenig. Und da kommt auch nicht mehr so viel mehr. Der ist zwar verletzungsresistent, hat aber nur noch dieses Jahr Vertrag. Also insofern spricht viel dafür, sich von Morelos zu trennen.
Kümmern wir uns aber um das Spiel im Cosan-Stadion. Gremio Porto Alegre, unser Gegner. Es ist die Hauptstadt des Bundesstaates Rio Grande do Sul. Und wir reisen 800 Kilometer weit, um immerhin favorisiert gegen eine Mannschaft zu spielen, ihr habt es gesehen, die komplett in Form ist, die eingespielt ist, die uns diese Punkte wegnehmen möchte. Fluminense spielt gegen Sao Paulo. Wir sind oben in der Top-Riege allerdings mit dabei und schauen jetzt auf den Gegner. Nicht auf den Aufstellungsassistenten, der wird mir alles kaputt machen. Wir schauen auf ein Tannenbaumsystem. Hinten João Pedro, Rodrigo Eli, Ramalho und dann Reinaldo. Und dann ganz, ganz interessant mit einer Raute inklusive zentrale Mittelfeldspieler Pepe, Marcos Antonio, Cristaldo, Villasanti, Luan und vorne drin der Allstar mit 37 Jahren, gut in Form, Luis Suarez. Der hat schon 9-mal geknipst in dieser Saison. Aber das ist schon besonders. Wir geben auf ihn die Sonderbewachung. Der ist zu ausgebufft. Den will ich hier nicht zum Zuge kommen lassen. Es ist schon sehr interessant, wie die hier spielen. Und ich weiß nicht, wie das am besten zu bespielen ist. Das aus der Mitte breit zu ziehen und über die Außen zu gehen, um dann in der Mitte Lücken zu haben für Sanchez und Co. wäre vielleicht so eine Option. Wir werden es auf jeden Fall wieder mit Romo spielen, ganz klar. Und ich, tja, gehen wir es über die Außen an? Ich glaube, wir gehen es über die Außen an. Ich glaube, so machen wir das. Wir sehen einen überragenden João Lucas auf rechts, den wir sicherlich auch mal bringen werden, um hier ein bisschen zu rotieren. Das müssen wir nutzen. Dodo auch stark, aber das hilft hier nicht an der Stelle. Luis Felipe. Ah, da ist die Innenverteidigung zu gut in Form. Das möchte ich nicht riskieren. Alisson gut dabei, aber das lassen wir auch. Wir haben halt Möglichkeiten, gut zu wechseln. Mendoza auf links für Soteldo. Ja, ist eine Idee. Aber Soteldo halt immer noch der Stärkere und wir brauchen die Stärke jetzt hier auf diesem Feld. In dieser Partie zu Beginn. Wir haben übrigens ja auch noch Lucas Lima, der ist nicht ganz frisch. Caissara ist hier noch dabei. Pirani. Ah, schwierig. Ich glaube, wir gehen genauso in die Partie und boah, João Lucas, überragend. Basso, können wir mit irgendjemandem hier hinten drin sprechen, der so gut in Form ist? Ich habe halt mit allen gesprochen. Candido, ja, letztes Spiel war super. 3 Moralpunkte und dann wollen wir mal rein in dieses zweite Spiel. Verlieren wir das heute? Ich hoffe nicht. 12. Spieltag, Porto Alegre gegen den FC Santos. Und das ist der 8. gegen den 4. Können wir die Tabellensituation hier auf das Spielfeld transferieren? Erste Chance nach 18 Minuten, eine Riesenmöglichkeit, fast das 1:0 für uns. Schade, sehr schade sogar. Ah, Suarez, ich hab's noch gesagt, das gibt es nicht. Auf Vorlage von Luan. Suarez ist da, macht das 1:0. Erstmal alles so weiter. Und schade, dass wir diese Riesenchance nicht genutzt haben. Halbe Stunde gespielt. Möglichkeit für uns. Sind am Drücker. Kann eigentlich nur bedeuten, dass Suarez gleich sein zweites macht. 40 Minuten gespielt. Boah, Spiel geht hin und her. Und es geht mit einem 1:0 in die Pause. Natürlich Suarez hier der Torschütze. Strefezza spielt es nicht gut. Gar nicht gut. Eine glatte 5. Es ist schon sehr wenig. Massagebank heute klar. Wir motivieren den nochmal. Vielleicht kommt er. João Lucas muss mehr reißen. Luis Romo auch. Das ist eine insgesamt schwache Vorstellung von der Mannschaft. Das muss man so deutlich sagen. Taktisch werden wir es jetzt anders angehen. Wir wollen jetzt natürlich den Ball. Wir werden den Einsatz erhöhen müssen. Das hilft nichts. Es hilft nichts. Wir werden auch ein bisschen riskanter spielen und ein bisschen variabler in der Länge. Und dann hoffe ich schnell auf ein 1:1. Irgendwie. Aber die erste Chance gehört den Gastgebern. Und Leonardo ist aber da. Strefezza mit der Vorlage. Na, der hat sich was vorgenommen. Das 1:1. Wir bleiben drauf, nehmen nur den Einsatz ein bisschen raus und spielen nicht ganz so riskant. Und jetzt hoffe ich natürlich auf den Turnaround. Das ist ein guter Start in Halbzeit 2. 1:1 steht es hier auf einmal. Durch Marcos Leonardo, der sein Tor macht. Nächste Chance für uns. 55. Können wir das Spiel drehen? Oh, da ist die Möglichkeit. Die ersten Wechsel, wir sollten auch drüber nachdenken. Irgendjemand, der komplett abfällt? Nee, Alisson könnten wir natürlich schon mal bringen für Romo. Das ist aber nicht das dringendste Problem. Aber Alisson ist ein bisschen besser sogar noch in Form. Wir bringen Alisson. Mutig jetzt hier einfach mal. Ja, 70 Minuten gespielt. Viele Wechsel zerstören jetzt natürlich den Flow. Linksverteidigung. Dodo für einen Candido, der halt auch abbaut. Innenverteidigung. Felipe für Joaquin. Dann würde ich fast schon sagen, Soteldo geht raus. Oder Strefezza.
Stefetz hat die Vorlage gegeben, aber trotzdem nur eine 4,0 gespielt. Mendoza kommt rein, einen Wechsel haben wir noch. Kommen wir mit dem Unentschieden weiter? Oder passiert hier noch was? Chance in der 80. Und da ist Mendoza! Da ist Mendoza zum 2:1. Boah, wie geil. Der hat auf seinen Einsatz gewartet. Mendoza zum 2:1 und damit natürlich das Zeitspiel rein. Lange Dinger raus. Gib ihm. Ganz klar auf die Konter gehen. Pressing einstellen. Wir stehen einen Ticken tiefer. Geht meistens schief bei mir. Oh, das ist ja großartig. Einen Wechsel halten wir uns noch offen. Und jetzt hoffen und bangen. Da war noch eine Chance. 86, 87, 88. Minute. Sanocelo für Sanchez, der gelb vorbelastet ist. Und platt. Und dann reicht das. Das reicht zum 2:1-Sieg. Mendoza ist der Matchwinner. Was für ein geiles Ding. Wir drehen die Partie. Unfassbar. Und damit gehen wir auf 2. Leider gewinnt Palmeiras mal wieder ein Spiel. Diesmal auswärts. Und zwar 3:0 gegen EC Bahia. Das war zu erwarten. Die sind da unten tief, tief drin. Aber Atletico Mineiro verliert auswärts. 2:1 gegen Paranaense. Oh, schöne Grüße. Vasco da Gama gewinnt. Sao Paulo verliert. Botafogo verliert. Fluminense kommt so langsam wieder. Die Corinthians. Ja, und dann verliert Grêmio Porto Alegre tatsächlich mal ein Spiel. Coritiba gewinnt da unten drin oder in der Mitte. Bragantino 3 Siege in Folge, nicht zu verachten. Die waren bei 4 Punkten, jetzt sind sie bei 13. Ah, das ist ein großartiges Ergebnis gegen Porto Alegre. 2:1. Wahnsinn. Als nächstes geht's gegen Botafogo. Und die sind nicht so ganz so gefestigt. Das ist die Chance, sich nach unten abzusetzen. Wir sind der the best of the rest vom Schützenfest. Palmeiras zieht seine Kreise, aber das war ein wichtiger Sieg. Und das sieht auch der Vorstand. Von 6 auf 10 geht's wieder hoch. Eher durchwachsen die Saison, aber der aktuelle Trend, ja, darum geht's, der muss gehalten werden. Dann gibt es keinen Grund zur Beunruhigung. Das liest sich doch mal wieder gut. Herr Rueda García, Andrés Enrique. Sehr schön. Vorstandsstatus normal. Nun, wenn ihr das meint, im zweiten Jahr Meister werden zu wollen, sei normal. Um Gottes Willen, dann ist das so. Wir freuen uns, dass unser Jobstuhl scheinbar etwas sicherer verankert ist. Und zum goldenen, im wahrsten Sinne des Wortes, goldenen Abschluss dieser Folge spendiere ich euch noch eine Partie in der Copa Libertadores. Es geht erneut und diesmal auswärts gegen den SC Barcelona in Guayaquil, der Hauptstadt der ecuadorianischen Provinz Guayas. Müssen wir ran. Das sind 4300 Kilometer. Stadion mitnichten voll. Wir sind glasklarer Favorit. Und ich werde rotieren. Da kann der Name der gegnerischen Truppe noch so sehr Barcelona heißen. Das ist mir vollkommen egal. Die Ausgangslage ist klar. Ein Sieg bringt uns Himmel. Himmel, himmelweit in Richtung K.O.-Runde. Danach Heimspiele gegen Colo-Colo und Melga. Das muss reichen, wenn wir hier jetzt die Punkte holen würden. Und ohne Witz, also wenn das nicht mit einer zweiten Elf genügt, dann weiß ich es auch nicht. Wir werden uns danach erholen können, ja, aber trotzdem, ich muss die Jungs schonen. Leonardo wird das durchziehen müssen, aber Soteldo geht raus, für ihn kommt Mendoza, der hat sich das jetzt auch verdient, klare Nummer. Jean Lucas oder Sanchez, boah, schwierig, ich glaube, wir gehen mit beiden. Wir bringen Sanocelo rein und lassen Leonardo Fernandez offensiv das Ganze anbieten. Und dann geht das so ein bisschen überquer. Ich lasse Romo durchaus drin und dann bin ich damit schon viel, viel mehr zufrieden. Wir bringen aber Dodo, der auch gut in Form ist, für Candido. Und das ist eine gute Rotation. Morelos könnte ich bringen. Ich finde es aber ein Himmelfahrtskommando. Dann eher mit Marcus Leonardo und den dann fit massieren in der Halbzeitpause. Das sind so die Möglichkeiten, die ich sehe. Ansonsten, ich würde gern Lima mitnehmen. Ich würde auch gerne Pirani mitnehmen im zentralen Mittelfeld. Und ansonsten, komm, wir nehmen Morelos zumindest mal mit auf die Bank. Das ist so ein bisschen das Minimum, was ich mir hier vorstelle. In der Innenverteidigung könnten wir durchaus Felipe bringen für jemand anderen wie Joaquim. Und dann seht ihr es, das sind schon einige Wechsel. Das wird ja auch die Eingespieltheit klar beeinflussen, aber ich bin trotzdem dafür, es so zu versuchen. Werde das taktisch hier noch anpassen und dann gehen wir sofort rein in die Partie. Ja, rein ins Stadion, das hier sehr schön daherkommt, wie ich finde. Das Monumental Romero Carbo. Abwehrbollwerk wird halten. Na, auf jeden Fall haben die Hosen voll. Das ist ein wichtiges Spiel und das sind die vielleicht nicht gewohnt. Wir sind es mitnichten, aber egal. Wir wollen das Ding holen. Also, Anpfiff. Nächster Spieltag Gruppe F in der Copa.
Und 1-0 Steven Mendoza. Oh, der nutzt seine Chance. Ist das großartig. Jean Lucas mit der Vorlage. 2-0 Strefezza. Leonardo Fernandes gibt seinen Assist. Und das ist es doch. Das ist der Flow, von dem ich gesprochen habe. Sanocelo gelb ist okay, aber eine riesige Startphase von uns. 2-0 in Führung. H2-1. Fidrichewski macht hier das, den Anschlusstreffer. Etwas bitter. Kommt in meine gute Laune rein. Sei es drum. Jetzt ein 3-1 vor der Pause und ich bin hochzufrieden mit der Truppe. 2-1 wäre zumindest so on high alert. Dann müssten wir nochmal ein bisschen aufpassen. Ja, und genauso läuft es auch. 2-1. Aber vorne sehr, sehr gut. Viele. Sanocelo mit einer gelben Karte versehen. Halbzeitansprache. Jetzt bringt den Sieg bitte nach Hause. Das ist so die Ansage. Leonardo wird fit gepumpt. Einmal hier und einmal dort. Und wir loben natürlich die Offensivreihe. Wir können auch noch irgendwie ein Tor schießen. Das wäre ganz nett. Philippe holt sich eine gute Note ab. Und wir motivieren Sanocelo. Nee, Marcus Leonardo kommt. Rein in die zweiten 45 Minuten. Ich will das 3-1 sehen. Stunde gespielt. Ja, wenig Chancen jetzt hier gewesen. Jetzt kommt es so langsam wieder ein bisschen auf. Philippe holt sich die gelbe Karte ab. Basso ist frische technisch ein Problem. Leonardo wird gleich ausgewechselt. Ich bringe Morelos. Ich traue es mich. Glaubt mir nur. Pirani bekommt seine Chance im zentralen Mittelfeld. Joaquim kommt rein für Luis Felipe oder Basso? Ja, für Basso. Zwei Wechsel für den Moment. Gleich würde ich gerne noch Candido bringen. Möglichkeit für Barcelona zum 2-2. Oh, das ist jetzt wirklich spannend zu sehen. Wir können Candido aber auch komplett schonen hinten raus. Ich bringe jetzt hier für Leonardo Alfredo Morelos. Ich bin sehr gespannt. Kann Lucas Lima potenziell Strefezza auf rechts ersetzen? Oh, nicht wirklich gut. Da kann ja eher Nathan da noch rein. Machen wir das. Nathan als rechts außen. Lucas spielt hier hinten durch. Und gerade gucken, was für eine Eigenschaft er hat. Ich glaube, der baut das Spiel auf. Ne, ist ein Dribbler. Okay, dann passt das doch. Super. Und dann haben wir noch einen Wechsel. Zeitspiel ist mir zu... Das glaube ich nicht. Oh, ich habe über die Flügel spielen lassen. Ja, dann bitte auch mal über die Mitte jetzt wieder. Das hatte ich noch eingestellt. Chance für uns zum 3-1. Das nächste Tor wird es entscheiden, auf irgendeine Art und Weise. Da bin ich mir sicher. Oh, eine Riesenmöglichkeit zum 3-1. Wenn es jetzt unentschieden ausgeht, haben wir es selbst verbockt. Da ist das 3-1. Luis Romo macht die Entscheidung in der 81. Das ist groß. Mendoza mit einer glatten 1. Das musst du dir mal reinfahren. Alisson für Romo. Oder Candido hinten. Ah, für einen schwachen Dodo. Komm. Dodo seine Chance nicht ganz genutzt. Aber jetzt Taktik. Entspannt, Zeitspiel, Langholz, gerne auf die Konter gehen. Und dann sind wir damit absolut zufrieden, hier das Auswärtsspiel zu gewinnen. Letzter Wechsel durch. Torschütze geht auch raus bei den Gastgebern. Und dann ist Schluss. 3-1 gewinnen wir diese Partie gegen Barcelona. Oh, es gab Meckern, gelb für Felipe. Vielen Dank für das Geld für die Mannschaftskasse. Und das 3-1 nehmen wir. Wir sind 4 Punkte vor. Colo-Colo gewinnt standesgemäß 3-1 gegen den FBC Melgar. Ja, da bin ich zufrieden mit. Vor allen Dingen kommt es jetzt halt zum Duell, das potenziell den Gruppensieg entscheiden wird. Wir haben ja gespielt gegen Colo-Colo 1-1. Wenn wir jetzt gewinnen würden, sind wir vor denen. Das auf jeden Fall. Ich glaube, der direkte Vergleich zählt mehr als die Tordifferenz. Müssen wir uns dann nochmal angucken. Und selbst wenn, bei 3 Toren Unterschied würden wir sie auch überholen. Das wäre dann allerdings ein deutliches Ergebnis. Aber um Gottes Willen, wir sind die stärkste Mannschaft hier in der Gruppe. Und es freut mich, dass das so eine erfolgreiche Folge war. Hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil viel drin war. Und wir bekommen ein Riesentalent. Endrick, die Möglichkeit war da. Die war nicht immer da, wohlgemerkt. Die haben wir uns irgendwie wohl mit diesem Verein ergaunern können. Und insofern mussten wir sie nach meinem Dafürhalten nutzen. Schreibt gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Wie sollten wir es taktisch dann anstellen? Zweiersturm. Variabel sein, wechseln. Ich bin gespannt. Bis zum nächsten Mal beim FC Santos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Macht's gut. Ciao, ciao.